Und damit wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute mal wieder zu einem Set von Kader, offiziell lizenziert von Citroën, und zwar der 2008er Citroën C4 WRC. Wenn ihr mich fragt, eines der legendärsten Fahrzeuge von Citroën, die existieren, aus der erfolgreichsten Zeit, die Citroën je im Rallye-Sport hatte. Und zwar ist die Kader C51078 mit 329 Teilen und eben das Arbeitsgefährt von Sebastian Loeb. Das Coolste ist, das Ganze ist ferngesteuert. Dementsprechend haben wir auch wieder so eine Basis hier, wie ihr das Ganze schon kennt. Und hier haben wir noch die ganzen Teile. Aber über die Teilequalität reden wir ja wie immer erst nach dem Bau. Kader hat es auch verstanden, wir haben eine Fernbedienung, wie ihr es gerade gesehen habt. Und man kann es übers Handy steuern. Es geht beides. Also hier wird ein Kind noch nicht vor den Bildschirm gezwungen. Dann haben wir natürlich noch die Anleitung dazu und darin befindet sich der Stickerbogen. Der ist leider riesig. Und ich meine, okay, es ist ein Spielset, aber dieses Set wird wahrscheinlich auch mal draußen gefahren und nicht nur in der Wohnung. Und da können wir auch mal eine Luftfeuchtigkeit haben, die etwas höher ist. Und dann sind Sticker natürlich richtig, richtig schädlich. Und ich hätte mir das schon teilweise gedruckt gewünscht. Es muss nicht alles bedruckt sein, es können auch Sticker dabei sein. Aber dass hier wirklich alles, was mit dem Citroën an und für sich zu tun hat, aus Stickern gelöst ist, ist recht schade. Dann haben wir natürlich die Anleitung, die ist klammergebunden und sonst im Kader-Style, wie wir es alle kennen und lieben. Es wird ausgegraut, was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird, wird in Vollfarbe dargestellt. Ebenfalls haben wir immer Pfeile zur Orientierung mit dabei und insgesamt hat die Anleitung 53 Seiten. Bis zur 51. geht es um den Bau und in der 52. und 53. haben wir die Teileliste. Hier könnt ihr euch das Video gerne nochmal anhalten, wenn euch das Ganze interessiert. Ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen und wir sehen uns dann mit dem ersten wichtigen Bauschritt wieder. Ich wünsche wie immer viel Spaß bei dieser Review. Und wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte des Baus angelangt und ich muss sagen, die Teilequalität ist richtig, richtig gut. Vom Aussehen haben wir zwar mal ein paar Zerkratzeteile mit dabei, aber das ist logisch, wenn es aus China mit einem Polybag kommt, das hält sich aber in Grenzen. Aber das Baugefühl und die Klemmkraft sind wirklich hervorragend und das braucht man natürlich dann auch für ein ferngesteuertes Auto, damit nicht immer sofort alles abfällt. Ansonsten verkleiden wir eben hier die RC-Basis mit Klemmbaustein. Ich finde, das sieht auch schon wirklich schön aus. Cooler wäre es natürlich, wenn wir noch ein paar Prints dabei hätten. Und besonders gut gefällt mir, wie diese Ecken hier dargestellt wurden. Sehr, sehr schön. Und auch von hinten kann er sich durchaus sehen lassen, obwohl wir ja noch lange nicht fertig sind. Ich liebe das Ganze auch schon dafür, wie cool das hier hinten alles angedeutet wird und eben auch schon der Raum. Hier hinten kommt dann noch ein Ersatzreifen rein, was natürlich auch nochmal richtig cool für ein Rallye-Fahrzeug ist und vor allen Dingen eben auch dazu passt. Und ich hatte bisher beim Bau wirklich super viel Spaß. Ich hoffe natürlich, dass das so bleibt und ich baue jetzt mal weiter und wir sehen uns dann gleich mit dem fertigen Set wieder. Und fertig ist unser 2008er Citroën C4 WRC, obwohl nicht ganz, denn es fehlen noch zwei entscheidende Sachen, damit dieser World Racing Championship Citroën C4 fertig ist. Einmal die Sticker, die ich auch hier nicht riesig kritisieren möchte, das möchte ich nochmal sagen. Erstens ist es ein Spielset und zweitens, man bekommt das hier für 27 Euro als Eigenimport. Dieses Fahrzeug mit Fernbedienung motorisiert und die Kader-Motorisierungen haben Hand und Fuß. Das haben wir schon bei den anderen Sets gesehen, aber trotzdem zeige ich euch das hier natürlich nochmal einzeln. Trotzdem wollte ich euch das ganze Set natürlich auch mal ohne Sticker aufgebaut zeigen. Und man muss sagen, man erkennt auf jeden Fall die Form vom C4 sehr, sehr, sehr gut. Und er ist, wie gesagt, von der Form und von der Farbgebung auch schon ohne Sticker wirklich gut getroffen. Aber es ist, denke ich, selbstredend, dass natürlich das Ganze erst zum richtigen Rennwagen dann mit den Stickern wird. Trotzdem wollte ich euch nochmal zeigen, was ich meine mit den kleinen Schönheitsmakeln auf den Steinen. Ihr seht das einmal hier und dann auch hier vorne. Also die sind halt schon wie ein bisschen abgegriffen, schon ein bisschen matt die Teile. Auf dem Dach halt besonders stark zerkratzt, sonst ist es schon in Ordnung. Ich habe halt wirklich die Erfahrungen gemacht, dass wenn man ein Kader-Set im Karton kauft, das Ganze besser aussieht als bei so einem China-Eigenimport im Polybag. Aber dann zahlt man natürlich auch mehr und für 27 Euro so ein Set zu bekommen, wenn es richtig gut funktioniert, da habe ich jetzt kein Problem mit den kleinen Schönheitsmakeln. Der Vorteil ist dann dieses Mal, die Sticker überdecken das ja sogar noch ein bisschen. Ich klebe auf jeden Fall jetzt die Sticker noch auf dem Fahrzeug, mache noch die Batterien ins Fahrzeug und in die Fernbedienung und dann schauen wir uns das ganze fertige Set nochmal an. Es gibt wie immer ein paar Außenaufnahmen, ein paar Tests und so weiter und so fort und am Ende eine Kaufempfehlung oder eben Nicht-Kaufempfehlung. Wir sehen uns gleich.
Und damit herzlich willkommen, meine Freunde, in der Außenansicht und beim Außentest von dem ganzen Fahrzeug. Ich kann schon mal vorwegnehmen, es funktioniert wirklich gut von der Antriebsseite her. Das kleine Problem, was wir nur haben und was ich sehe, ist, dass das ganze Fahrzeug hier nur einen Hinterradantrieb hat. Das ist natürlich beim echten Rallye-Fahrzeug anders gewesen, aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Es ist eben bei Kada so eine Standardbasis, die für jedes andere Fahrzeug genutzt wird. Deshalb ist es aber auch von der Bodenfreiheit genauso wie jedes andere kleine Kada-Fahrzeug. Und das seht ihr auch auf diesen Videos hier, es hoppelt schon ziemlich stark auf der Straße rum, weil es über jeden Stein und über jede Kante recht stark drüber fährt. Trotzdem ist die Reichweite wirklich, wirklich gut. Ihr seht das jetzt, also das waren ungefähr 10 Meter. Wir hätten auch locker noch ein ganzes Stückchen mehr geschafft als diese 10 Meter. Es hat sich da noch super steuern lassen. Ich habe da nur abgebrochen, weil dann die Kamera nicht mehr viel aufgenommen hätte. Es sind bis zu 15 bis 17 Meter drin. Was natürlich das Problem ist, wie ich schon gesagt habe, ist die Bodenfreiheit. Denn das Fahrzeug setzt dann auch hin und wieder mal auf. Man verliert auch mal einen Stein. Von der Frontschürze und der Frontstoßstange, das ist wirklich die Stelle, wo am meisten Steine abfallen. Ist aber bei einer Rallye eben auch so, denn das Fahrzeug kann trotzdem weiterfahren, auch wenn man mal einen Teil von der Frontstoßstange verliert oder auch die ganze Schürze direkt verliert, ist das in einer echten Rallye ja auch so, dass das Fahrzeug weiterfährt und das Rennen noch zu Ende bringt, wenn der Schaden nicht zu groß ist. Und das ist hier eben genau dasselbe. Das Fahrzeug kann dann nochmal weiterfahren und man kann das Ganze natürlich im Spiel so ein bisschen simulieren, dass man dann einen gewissen Schaden hat. Trotzdem ist das Fahrzeug bedingt durch das Aufsetzen draußen nicht so richtig gut einzusetzen. Auf einem recht glatten Asphalt funktioniert es gut, aber es ist eher für Wohnungen. Wir sehen das auch hier im Härtetest. Wir sind da so ein bisschen in den matschigen Schotterbereich gegangen und man sieht, das Fahrzeug könnte sich durchwühlen. Die Power hat es auf jeden Fall vom Antrieb her, aber es setzt eben irgendwann auf und man sieht auch durch das Wackeln, er kriegt immer mal wieder Grip. Wir haben Power, der würde sich da locker durchwühlen, aber durch das Aufsetzen kann er sich dann eben nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Das ist sehr schade, weil der macht wirklich, wirklich Druck, hat eine sehr gute Power und die fehlende Bodenfreiheit stört dann letztendlich ein wenig. Von der Steuerung haben wir ja die Fernbedienung und die App. Die Fernbedienung gefällt mir viel, viel besser als die App, denn die Reichweite ist dort stabil. Man hat keine Funkaussetzer bei der App. Die hat immer mal einen Fehler und einen Aussetzer. Der einzigste Vorteil in der App ist, dass man dort eben nicht nur Vollgas oder Volleinlenken hat, sondern auch dort einstellen kann, dass man einen Halbgas gibt und dass man nur zum Teil einlenkt. Man kann auch rein theoretisch den Fahrweg programmieren und ein paar solche Gadgets. Die funktionieren aber nicht wirklich gut und die Verbindung ist gestört und die App ist auch noch relativ fehlerhaft. Deshalb bin ich immer noch Team Fernbedienung. Trotzdem laste ich das dem Set nicht negativ an, weil es ist ja hier optional. Man kann mit der Fernbedienung spielen oder eben mit der App. Hier funktioniert beides. Hier wird man nicht wie bei Lego dazu gezwungen, eine App zu nutzen. Letztendlich ist natürlich der Test, den ich hier draußen gemacht habe, auch ein bisschen auf die Spitze getrieben, aber genau das muss ich meines Erachtens als Reviewer machen. Wenn wir das Ganze in der Wohnung nutzen, wofür es ja auch eigentlich gedacht ist, kann man das auf einem Teppich super fahren, bleibt es nicht hängen und wühlt sich dadurch seine Power auf jeden Fall durch. Und auf einem glatten Boden wie Laminat oder ähnlichem, brauchen wir gar nicht drüber reden, da ist das auch wirklich schnell beim Fahren. Ich finde das Set für den Preis richtig, richtig gut. Aussehensmäßig kann man durch die Sticker ein bisschen drüber streiten. Das haben wir aber schon komplett besprochen. Ansonsten, man erkennt das Fahrzeug. Es ist super viel Spielspaß dabei. Und das Set ist meines Erachtens für Fans aus dem Klemmbausteinbereich, die auch solche Fahrzeuge, Rallye-Fahrzeuge aus dieser Zeit oder eben auch aus der Sebastian Loeb-Ära cool finden, ein Must-Have, mit dem man nichts falsch macht. Wir haben natürlich ein paar kleine Fehler, wie die Bodenfreiheit und die Kratzer, die wir auf den Teilen teilweise gefunden haben. Aber das sind alles für mich keine Gründe für das Set, keine Kaufempfehlung rauszugeben. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß mit dem Set und ich denke, ihr werdet das genauso haben. Wenn ihr natürlich das Set selber besitzt, könnt ihr wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.